Guten Tag, liebe Schüler, und willkommen in unserem Online-Deutschunterricht. Добрый день и добродошли в нашу онлайн-лекцию из предмета немецкий язык за 7 разряд. Heutiges Thema ist gesund essen, а наша današnja тема je здрава прехрана. Was lernt ihr heute? Što ćemo danas raditi? Imenovat ćemo vrste dućana i pakiranja kako kupujemo namirnice. Zatim kako izreći razlog zbog čega nešto radimo u zavisnoj rečenici sa veznikom while. I na kraju ćete odgovarati na osobna pitanja o svojoj prehrani. Und was braucht ihr für diese Deutschstunde? Braucht ihr ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift, Internetverbindung und Kopfhörer? Znači, za današnju sat njemačkog trebat ćete bilježnicu ili komad papira, olovku, internet i slušalice. Es ist wichtig zu sagen, dass du jederzeit eine Pause machen kannst. Važno je napomenuti da u svakom trenutku možete video i zaustaviti. Und was haben wir bis jetzt gemacht? Erinnerst du dich noch an diese Ernährungspyramide? Alle Lebensmittel sind in 7 Gruppen geordnet. Wie heißen die Gruppen? Welche Lebensmittel gehören zu welcher Gruppe? Gemüse und Obst, Fleisch und Fisch, Backwaren, Milchprodukte, Getränke und Fett. Und erinnerst du dich noch an diese Ausdrücke? Wie kannst du das anders sagen? Das Frühstück oder am Morgen zum Frühstück morgens. Das Pausenbrot zwischen Mahlzeit, in der Pause oder zwischendurch. Das Mittagessen am Mittag, zu Mittag oder mittags. Das Abendessen am Abend, zu Abend oder abends. Wo kann man das kaufen? Beim Metzger, im Supermarkt, auf dem Bauernhof, in der Bäckerei, im Fischladen und beim Obst- und Gemüsehändler. Mache jetzt eine Übung. Wo kann man das kaufen? Salamiwurst, Eier, Saft, Fisch, Müsli, Brot und Brezeln, Möhren und Paprika. Geh auf die Internetseite. Über diesen Link hier. Zapišite si ovu poveznicu u bilježnicu i preko te poveznice riješite ovu vježbu gdje kupujemo ove namirnice. Mache jetzt eine Pause. Pauzirajte video, a po završetku vježbe vratite se natrag u našu lekciju. Löse die Aufgabe und starte dann wieder unsere Lektion. Und wie heißen diese Mengen? Ein Liter oder eine Flasche Milch oder Wasser, eine Dose Cola, Saft, ein Becher Joghurt, ein Glas Saft oder zum Beispiel 400 Gramm
Glas Marmelade. Ein Teelöffel und ein Esslöffel. Und diese hier. Wir trinken eine Tasse Tee oder Kaffee oder Kakao. Eine Packung Taschentücher oder eine Packung Eier, ein Kasten Saft oder ein Kasten Wasser, ein Kilo Äpfel oder ein Kilo Kartoffeln, eine Tüte Bonbons und ein Paket Waschmittel. Jetzt noch eine Übung. Geh wieder auf die Internetseite. Ponovno otiđite na internet i preko ove poveznice vas past besa riješite ovu vježbu. Dakle, ovdje je nešto krivo. Nećemo reći eine Tafel Fisch, nego drugačije. U vježbi su vam odgovori ponuđeni, pa nakon što riješite tu vježbu, vratite se u našu lekciju. Löse die Aufgabe und starte dann wieder unsere Lektion. Und jetzt Nebensätze mit Konjunktion weil. A sada zavisne rečenice sa veznikom weil. Wir schauen uns zuerst ein Beispiel an. Pogledat ćemo prvo primjer. Ich esse viel Obst. Obst enthält viele Vitamine. Jedem puno voća. Voće sadrži vitamine. Warum? Zbog čega? Aus welchem Grund? Ich esse viel Obst, weil es viele Vitamine enthält. Jedem puno voća jer i sadrži puno vitamina. Pogledajte malo ovu rečenicu i razmislite gdje se nalazi glagol u zavisnoj rečenici weil. Karla isst keine Süßigkeiten. Süßigkeiten machen dick. Warum? Opet, Karla isst keine Süßigkeiten, weil sie dick machen. Gdje je glagol u zavisnoj rečenici? Ich esse nichts. Ich habe keinen Hunger. Warum? Zašto? Ich esse nichts. Warum? Weil ich keinen Hunger habe. Wir essen kein Fleisch. Wir sind Vegetarier. Warum? Wir essen kein Fleisch, weil wir Vegetarier sind. Warum? Weil wir Vegetarier sind. Mein Vater trinkt Kamillentee. Er ist krank. Warum trinkt mein Vater Kamillentee? Mein Vater trinkt Kamillentee, weil er krank ist. Sigurno ste već do sada primijetili da se u zavisnim rečenicama koje počinju veznikom weil glagol uvijek nalazi na kraju rečenice. Wir schauen uns noch ein Beispiel an. Ich gehe nicht schwimmen, weil ich lieber Fußball spiele. Dieser Satz hat zwei Teile. Ich gehe nicht schwimmen ist der Hauptsatz. Und weil ich lieber Fußball spiele, ist der Nebensatz. In dem Hauptsatz
Ich gehe nicht schwimmen. Steht das Verb geh. In der zweiten Position. Mit der Konjunktion weil bilden wir einen Nebensatz. Und hier taucht eine Frage. Warum? Aus welchem Grund? Und als Antwort kann man sagen, weil ich lieber Fußball spiele. Zwischen Hauptsatz und Nebensatz steht immer ein Komma. Und wie gesagt, der Nebensatz beginnt mit der Konjunktion weil. Das Verb steht am Ende. In Sätzen mit weil steht das Verb immer am Ende. Još jednom da ponovimo. Dakle, u rečenicama sa veznikom weil glagol se uvijek nalazi na kraju rečenice. Das Subjekt steht immer direkt hinter weil. Subjekt slijedi odmah nakon veznika weil. Und zwischen Hauptsatz und Nebensatz steht ein Komma. A glavna i zavisna rečenica su odvojene zarezom. Mache jetzt die Übung mit weil-Sätze. Ovdje imate poveznicu, bitli, weil-Sätze, a ovdje beispiel, se nalazi primjer kako ćete rješavati te rečenice. Dakle, imat ćete dvije rečenice. Die Marzipantorte schmeckt mir sehr. Sie ist süß. I od te dvije rečenice trebat ćete sastaviti jednu, kao što je ovdje primjer. Die Marzipantorte schmeckt mir sehr, weil sie süß ist. Nemojte zaboraviti da zavisna rečenica počinje sa veznikom weil i da vam glagol dolazi na kraju. Kada završite vježbu, ponovno se vratite u našu lekciju. Jetzt löse die Aufgabe und mach eine Pause. Mache jetzt noch eine Übung mit Weil-Sätze. Schreib die Sätze in dein Heft zu Ende. Ich mag keine Steaks. Meine Familie mag Zitronen. Mir schmecken Salzstangen. Meine Eltern essen keine Pizza. Und hier sind die Lösungen. Ich mag keine Steaks, weil sie nicht schmecken. Meine Familie mag Zitronen, weil sie sauer sind. Mir schmecken Salzstangen, weil sie so lecker sind. Meine Eltern essen keine Pizza, weil sie ungesund ist. Und jetzt Bildersätze in dein Heft. Svaka od ovih rečenica započinje vam riječ koja je na početku velikim slovom. I ovdje su rješenja. Und hier ist die Lösung.
Marcel ist gesund, weil er fit bleiben will. Sie kauft im Supermarkt ein, weil dort am billigsten ist. Er macht eine Diät, weil er 5 Kilo zugenommen hat. In dieses Restaurant gehe ich nicht mehr, weil es so teuer ist. Und wir nehmen Olivenöl, weil es gesund ist. Und am Ende ein paar Fragen zum Nachdenken. Antworte auf diese Fragen. Was habe ich heute gelernt? Wie gut habe ich es gelernt? Warum habe ich es so gut oder weniger gut gelernt? Und was waren die Gründe? Du kannst diese Antworten in dein Lerntagebuch schreiben. Oder du kannst es auch so machen. Ich bin zufrieden mit mir, weil ich bin nicht zufrieden, weil und das hat mir heute viel Spaß gemacht. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Videolektion.